Ja, und wenn man auf den Ninja-Sport guckt, dann sind das ja optimale Voraussetzungen, so körperlich gesehen. Gutes Kraft-Gewicht-Verhältnis. Genau. Und er ist auch ein ganz, ganz ehrgeiziger. Der geht alles mit ganz viel Bedacht und Hirn und Überlegung an. Und Körpergefühl haben Skispringer, keine Frage. Übrigens, gleich kommt noch Sven Hanna, weil das Duell ist wunderschön zu beobachten. Also da habe ich mich monatelang drauf gefreut. Da hinten ist er, geht schon mit. Der Hanni, finde ich großartig, dass uns das gelungen ist. Klar, wir wollen auch die Glitzerwelt, die Showwelt, die RTL-Welt abbilden. Aber dass wir die Jungs hier dabei haben, Chapeau. Ja. Und der Hanni fiebert mit. Nee, lass das. Hör bloß auf, du. Ich finde dieses Fliegen so faszinierend. Wenn die da wirklich über 200 Meter unterwegs 250, sind. Über 250. Ich glaube, der mittlerweile? 253. Ja, aber ganz spannend. Er hat damals den gehalten mit 214. Ja. Nein, ist mittlerweile sind die Schanzen auch anders gebaut. Du hast andere Radien bei den Schanzen. Das hat RTL ja vor Jahrhunderten auch mal übertragen. Zu deren Zeit übrigens. Ja, zu deren Zeit mit Günther Jauch, glaube ich. Der ist immer noch bei RTL. Die springen nicht mehr. Du Martin warst Schmidt. Damals auch schon, ne? Bei RTL? Ja. Nein. Bei den fetten Stangen mit dem Ellbogen einhaken. Ja. Guck mal, da kommen die Tipps. Mhm. Ellenbogen einhaken. Ja, bei der Stange, nicht bei den Ringen, bei der Stange. Ja. Bei den Ringen wäre das doof. So, das macht er aber gut, weil er schnell rüber ist, hat den Schwung direkt mit. Ja, so, jetzt muss er ein Gefühl für diesen Griff kriegen. Das ist natürlich dicker, anders, ja, jawohl. Genau das, was Sie ihm gesagt haben. Jetzt kann er die Füße auch nutzen, wenn er will. Oh, das wird eng. Hier. Aber der ist so ein Beißer. So, jetzt. Guck mal, das ist alles mit Bedacht. So ist er, der Martin. Sieht ein bisschen aus wie der junge Robert Lewandowski. Guck dir das an. Guck dir das an. Der ist übrigens älter als Robert Lewandowski, ja, ne? Aber ich weiß, was du meinst. Ja, so finde ich schon. Hat so ein bisschen eine gewisse Ähnlichkeit. Hey, die Milka-Fraktion. Martin Schmidt ist mittlerweile 42 Jahre alt. Ne? Sieht er nicht nach aus. Aber nee, auf keinen Fall. Der Hanni schon eher. Der Hanni, der ist schon wieder so drauf. So, und jetzt gucken wir mal, was er in den Unterarmen hat. Da ist immer noch kein Gramm Fett am Körper, das ist Wahnsinn. So, jetzt den Rhythmus finden. Ja, und du siehst eben, er macht das viel mit Schwung. Jetzt darf er nur nicht übertreiben. Aber es ist genau richtig. Jetzt kommt der Kipppunkt da. Mhm. Da musst du dann auch noch mal ein bisschen die Bewegung genau. Der Leiter halten. Ja. Und jetzt kommt dieser Übergang. Neuralgische Punkt. Ja, den hätte ich dir ja nicht zugetraut, muss ich echt sagen. Wie du das gemacht hast, Chapeau. Ja, es geht dann in dem Moment, wo man da ist, da denkt man, okay, jetzt fliege ich rüber, aber dann kann man doch greifen. Ah, genau gut. Das da. Super. Also das haut dann doch irgendwie ganz gut hin. Jetzt sind es noch 6 Sprossen, die er da rüber gehen muss. Und dann noch der letzte Schwung auf die Matte. Dann steht er vor der Wand. Hey, die Griffkraft ist super. Komm. Und das ist eine Vorlage für Hanni. Komm. So. Also, willkommen in Runde 2. Martin Schmidt, das ist schon klar. Finisher bisher. Ja, an 1 Luca Henny, an 2 Silvio Heinevetter, Özcan Kosa, an 3. Naja, und den Tyrannosaurus Rex, den lassen wir außerhalb der Wertung laufen. Martin, das sah richtig gut aus. Ich höre gerade. Ist anstrengend? Ja, schön, ja. Dass du das sagst. Ich höre gerade, der Tyrannosaurus Rex, der ist ausgestorben, deswegen ist der nicht dabei. So. Ja, Schnellkraft. Und da ist er! Ja, super. Ganz souverän. Super. Premiere für Martin Schmidt bei Ninja Warrior Germany. Die Promi-Ausgabe. Ganz, ganz stark. Da gibt's nichts.